Hallo liebe FatCon-Fans, ich bin eure Nessie von Last Geek Tonight und ich darf heute im Auftrag der FatCon eine ganz tolle Ankündigung machen. Vielleicht habt ihr das schon bei Facebook gelesen, aber wer weiß denn, was das ist? Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, für die Jüngeren, früher als die Gummistiefel noch aus Holz waren, haben wir auf solchen Videokassetten Filme geguckt. Klingonisch, ist aber so. Ja, das Bild war damals in charmanten 0K. Der Ton war vorhanden. Naja, und damals bei der FatCon 1 bis 10 gab es eben Videokassetten. Die sind schon längst nicht mehr erhältlich, aber da kam jetzt die FatCon auf eine tolle Idee und wir und ein paar andere aus der FatCon-Familie haben mal die Fühler ausgestreckt und haben tatsächlich alle Bänder auftreiben können. Von einigen wenigen Cons sogar die Masterbänder bzw. das digitale Ausgangsmaterial. Und deshalb wird es, Achtung, Ankündigung, in einer Crowdfunding-Kampagne einmalig und exklusiv alle 10 FatCons auf DVD in einer Multimedia-Box mit einem schönen Booklet geben. Ja, und zusätzlich zu der DVD-Box gibt es noch ganz andere Sachen zu bekommen. Zum Beispiel für einen etwas höheren Beitrag werdet ihr namentlich als Sponsor genannt, im Booklet und auf der DVD. Oder das Buch Lennart, geschrieben und persönlich signiert von William Shatner, das gibt es auch. Oder auch ganz exklusiv bei der nächsten FatCon am Vorabend ein Gala-Dinner mit ausgesuchten Stargästen. Also wenn das mal nichts ist, mal zurück zu den DVDs. Was ist denn da überhaupt drauf? Die Antwort ist ganz einfach, alles. Alles, was auf den Videokassetten ist, kommt auch auf die DVD. Das sind so Momente wie zum Beispiel der legendäre erste Auftritt von Leonard Nimoy auf der FatCon. Überhaupt die ganzen ersten Auftritte unserer Stars auf der FatCon. Die Show von Michael Mittermeier ist drauf. Die ganzen Animationen von Tobias Richter ist alles mit drauf. Ich nehme mal stellvertretend hier von der FatCon 8, lese ich mal so die Inhaltsangabe vor. Opening und Closing Ceremony, der Aufbau, die Ankunft der Stars, die Art Show, Interview mit Fans, Fans als Klingonen, Kostümwettbewerb. Wir sind auch mit drauf. Ausschnitte aus allen Panels, Disco, Farewell-Videoclip, Animation, Musik und als Bonus am Ende des Videos Interviews mit den Stargästen. Stimmt, damals waren auch ganz viele Interviews noch drauf. Alles zusammen hat das Ganze eine Länge von über 24 Stunden. Das ist sogar länger, als sich der erste Star Trek-Film anfühlt. Ja, naja, und für Fans, die damals schon dabei waren, eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Für Fans, die erst später dazu kamen, ist es die einmalige Gelegenheit, mal zu sehen, wie hat alles angefangen? Wie hat sich die FatCon entwickelt von damals bis heute? Wie hat es angefangen, dass die FatCon Convention-Geschichte geschrieben hat? So, und jetzt zum Abschluss haben wir noch ein ganz kleines Appetithäppchen für euch. Ihr seht ein bisschen Material, was unter anderem später auf den DVDs zu sehen sein wird. Auf den Schirm! So human. Also unterstützt das Projekt ganz fleißig, dass es auch zustande kommt. Wir von Last Geek Tonight und natürlich die FatCon halten euch über den Verlauf der Kampagne auf dem Laufenden. Bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, May the Force be with you, live long and prosper, and next year we will come back.